Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragonlist. Ich bin's der Lü. Und ja, wir sind, erstmal müssen wir hier alles reparieren. Und wir gehen direkt zum Eingang. Wir sind wieder unterwegs. Versuchen, ja, straight auf Level 27 zu kommen. Und, zack. Achso, das hat jetzt hier, hat das funktioniert oder nicht? Keine Ahnung. Okay. Naja, wir gehen also erstmal wieder zurück zur Stadt, beziehungsweise hier haben wir noch eine Questlist noch hier unten. Danach gehen wir nochmal in die Stadt und da haben wir, glaube ich, auch noch eine Quest irgendwo dann zum Abgeben mit Sicherheit. Und Gosoks Trainer trainiere Gosuk, ja, habe ich hinbekommen. Gosuk oder Gosok, wie auch immer. Und zurück in den himmlischen Hafen. So, wir wollen Questen abgeben. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe jetzt das mit dem Sandhawk, habe ich jetzt gar nicht mehr so wirklich krass verfolgt. Könnten wir eigentlich auch nochmal machen, oder? Bin ich am überlegen. Ich suche gerade nach einem Warp, aber da hier ist mal wieder keiner. Da kann ich auch den Rest des Weges so laufen. Ja, wir könnten eigentlich wirklich nochmal wirklich dieses Weihnachts-Event machen. Ich schau mal, dass wir vielleicht. Oh, hier haben wir auf jeden Fall ein besseres Stats drauf. Das ist cool. Na gut, das ist alles schlechter, aber zumindest haben wir mal ein besseres Teil halt auf jeden Fall bekommen. Müssten halt eigentlich rein. Aber das ist auch wieder ein bisschen doof dann. Aber warte mal, wir haben hier super schnell ein Log-Event. Ah ja, siehst du, hier haben wir doch zum Beispiel hier noch ein paar schöne Sterne bekommen. So, das ist. Na gut. So, Moment. Ich muss hier die Sterne jetzt erstmal ein bisschen sortieren hier. Also, wir haben jetzt 79, können, glaube ich, von den Geschenken her, die wir haben, noch ein bisschen was umtauschen und einlösen und bla bla. Und, ja, schauen wir mal. Das Treffen mit der Dame, lalala. Ein Treffen mit der Hofdame. Okay, gut, dann können wir nochmal zur königlichen Wache Donald gehen. Da haben wir auch wieder was abzugeben. Freundschaft mit König Cassius ist gestiegen, warum auch immer. Einmal können wir hier nochmal mit Lena wieder reden. Zack, 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 zack. Jo, Freundschaft mit Lena ist auch wieder gestiegen. Ja, aber gut, das Freundschaftssystem, ja gut, das ist natürlich so eine Sache für sich. Ja, das hat ja teilweise auch nicht wirklich für den großen Erfolg gemacht. Achso, mit dem können brauchen wir gar nicht reden. Ja, stimmt, da war ja was. Ja gut, du bekommst halt einmal, große Geschenke, aber dann halt nie wieder. Das ist ein bisschen, keine Ahnung, es könnte sich meiner Meinung nach auch ein bisschen abbauen. Jetzt nur ganz minimal, aber dass man vielleicht in regelmäßigen Abständen irgendwie über dieses Freundschaftssystem betrachtet, immer mal ein paar kleinere Goldbeträge. Gold jetzt vielleicht nicht, aber ja doch ein kleinere Beträge oder sowas in die Richtung. Das kann sich dann meinetwegen auch immer ein Stück weit abbauen, ja. Vielleicht nicht unter einen bestimmten Wert fallen oder sowas in die Richtung, wenn du schon was investiert hast, irgendwie 50% oder sowas in die Richtung, würde ich jetzt zum Beispiel so sagen. Ich laufe jetzt extra, übrigens, also jetzt extra nach keinem Warp-Ausschau gehalten, um halt schnell mal zu dem Weihnachts-Event noch zu gehen. Um da mal zu schauen, ob wir denn noch was eintauschen können. Also Weihnachtsshop. Also, diese Dinger, Woodolfs leuchtende Hörner. Ja, das wären, ja gut, das wären 30 Stärke halt, ne? Also die. Ah, da hat der Welt den Smaragd irgendwas offenbart. Okay, gut, von mir aus. So, was ist denn noch permanent eigentlich? Ist noch irgendwo was permanent? Du kannst natürlich das Gegenstands Jelly-Zeugs nehmen, aber bis zu 200 Stück. Ah, okay, gut, ja. Wie viele sind hier drinne? Na gut, der kostet 20 Stück. So eine Truhe kostet 20, eigentlich, das ist richtig viel. Was Santa da wohl reingesteckt hat, okay, das nutzt halt auch nichts. Und Santas Rentier halt, ne, Bewegungsgeschwindigkeit plus 70%. Was hat unser Mount eigentlich? Wo ist unser Mount? Achso, unser Mount ist bestimmt hier woanders, keine Ahnung. Wo ist das denn überhaupt? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht unbedingt so sagen. Das heißt, wir haben Schnee, Kristall, Gebiet, was ist das denn überhaupt? Kann als Geistmaterial verwendet werden. Ist das. Moment. Aber es ist halt mega viel, das kriege ich glaube ich nicht mehr hin. Nee, das war's nicht. Sondern P.
Held, Bekleider. Könnte man hier irgendwas machen? Moment, Bekleider. Bekleider, Zubehör. Ich kann mir vorstellen, dass es in dieses Gebiet hineinfällt. Brownie Joker, der hätte 50%. Ja, das Mount hätte halt auch 70% halt, ne? Achso, ich wollte jetzt erstmal sowieso erstmal nochmal umtauschen, den Spaß. Moment. Genau, alles cool erstmal, ne? So. Wo konnte ich denn jetzt die Geschenke überhaupt eintauschen? Was habe ich jetzt mit den Geschenken gemacht? Ach so, ja, man konnte. Ah ja, da war ja was gewesen. Stimmt, man konnte, musste die öffnen hier. Genau. So, da war ja was. Genau. Was war das denn überhaupt? Oh, cool. Ja, gut, hält für 3 Minuten an. Ach so, ja. Okay. Ach stimmt, man musste die ja auch noch öffnen. Dann hatte man ja ab und zu mal, hat man dann nur einen Stern rausbekommen. Oh, ist das nervig. Oh, ist das kacke. Ich glaube, die Rate war 1 zu 2 oder sowas in die Richtung, wenn ich mich nicht irre. Manchmal hatte man auch ein paar mehr rausbekommen. Oder hatte man. Oh, ich glaube, das war noch niedriger gewesen, oder? Das ist richtig traurig. Da muss man richtig viel in das Dungeon reingehen. Um das Event da vernünftig abzuschließen. Aber ich denke, das werden wir trotzdem mal noch machen. Wie gesagt, wir haben noch den Patch und ja, warum sollten wir das halt nicht nutzen? Und ich hoffe halt einfach, dass man vielleicht dann trotzdem noch am Ende. Ja, wie gesagt, die Hörner, die hätte ich halt ganz gerne. Das wäre. Oh, hier, jetzt gab es sogar mal 6 von diesen Weihnachtssternen nochmal. Ah, 3 Stück. Und ja, das ist doch auf jeden Fall eine tolle Sache. Wenn man da ein bisschen was rausbekommt, ja gut. Haben jetzt 90 Stück. Ja, jetzt 92. Vielleicht kommen wir noch auf 95 oder sowas in die Richtung. Ja, doch. Oh, 98 sogar. Gar nicht schlecht. Gar nicht mal so unübel. Ja, ungefähr, ja gut, 1 zu 1 ungefähr kann man das so wahrscheinlich sagen. Ne? So, ne, deswegen würde ich sagen, gehen wir halt auch einfach nochmal direkt, ja, in das Event hinein. Und wenn wir das vielleicht noch ein, zwei Mal machen oder dreimal, also ich denke bei dreimal dann auf jeden Fall, dann dürften wir zumindest die Hörner haben. Und die Hörner, die sind ja sowieso die ganze Zeit am Start. Ich glaube, das habe ich bei meinem Krieger auch gemacht gehabt. Ja, und so ein paar Stats sind halt ja auch gar nicht so schlecht, muss man ja auch sagen. Na, hier können sogar 4 Leute rein. Gar nicht schlecht. So, nehmen wir mal das mit. Gigabombe, muss ich mir auf jeden Fall nochmal ins Inventar hineinziehen. Moment, beziehungsweise in die Shortcut-Leiste. Hey, wo ist sie denn überhaupt, die Bombe? Hier, da. Okay, gut. So, jetzt laufen wir dem schon wieder hinterher. So, zack. Dann einmal hier. Jawohl, nice. Oh, toll. Der hat sich gerade nochmal schön weggedreht hier, der Sack, Alter. Oh, das hat gar nicht funktioniert, ist ja krass. So, wo rennt er lang? Hier rennt er lang, okay. Hä, das geht halt überhaupt nicht, ne? Oh, Kacke. Jetzt habe ich ihn aber erledigt hier. So, jetzt habe ich nochmal einen gegeben. So, komm her jetzt hier, du Sack. So, eins haben wir auf jeden Fall da. Wo rennt er lang? Ich hab keine Ahnung, wo er lang rennt gerade. Nicht in diese Richtung. So, da kommt er. Dann, ja, da kommt er so schön in mein Ding jetzt gelaufen. Das klappt trotzdem nicht. Ja, komm schon hier.
Zack. Oh, ich krieg das halt irgendwie nicht hin. Ich hasse das. Sein Mist. Jawohl. Ah, immerhin. Der zweite. Okay, und? Ah, schade. Nicht geklappt. Ich habe irgendwie nur... Ah, hier sind noch Gigabomben. Okay. Bäm, Alter. Ich geb dir gleich eine. Und bäm. Ja, mit dem Krieger war es halt deutlich einfacher. Aber naja, gut. Was soll's. So, und bäm. So. Ich weiß nicht, muss man den irgendwie in einer bestimmten Position treffen, dass er die Geschenke rausschüttelt? Oder wie sieht das so da aus? Wollen wir den genau treffen mit der Bombe? Oder wie? Das müssen wir jetzt mal echt mal ausprobieren. Jetzt habe ich ihn aber genau getroffen. Und es hat nichts gegeben. So, das war auch ziemlich gut. Ein guter Schlag auf jeden Fall. So, da haben wir es auf jeden Fall das 5. Geschenk zumindest schon mal. So, andere lang. Ja, okay. So, nur 6. Guck mal, aber ich denke, den Rest dürften wir auch noch bekommen. Nur 7. Geht ja momentan gerade ganz gut eigentlich. Aber irgendwie Zeit? Ne, keine Zeitangabe bisher. Das ist okay. Da ist das 8. Geschenk. Das 9. Geschenk. Ja, jetzt haben wir die Zeitangabe. Gut, das ist natürlich immer... Ja, ein bisschen glückabhängig, situationsabhängig auf jeden Fall, denke ich. Schade. So, zack. Ah, ja gut, aber es hat noch gehalten. Oh, der hat immer noch nicht... Ah, ich komm nicht hinterher. Kacke. Nein, ich krieg nicht das 10. Geschenk. So ein Scheiß. Obwohl das so gut aussah eigentlich. Naja, gut, was soll's. Santa Hawk ist entkommen. Oh man. Och nö. Ist das kacke. Manu. Naja, gut. Ich würde sagen, wir verlassen mal den Dungeon. Und ja, was ich auch verlassen werde, ist diese Folge. Denn die ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Lasst ein Feedback da. Im Sinne von eines Kommentars, eines Likes oder eines Abos, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich. Natürlich auch nur dann, wenn es euch gefallen hat. Tschüssikowski. Ciao.